Hey ho Leute, und zwar fordert mich einer meiner Freunde auf der Freundschaftsliste aus, und zwar ist es Migina, ich glaube weiblich, und da nehmen wir natürlich gerne an. Und ich traue meinen Decks noch nicht so ganz, deswegen nehme ich den Tempo Vampire, ich glaube der rockt. Der rockt. Deshalb nehmen wir doch den hier. Das wird lustig, Leute, das wird lustig. Migina, ist ein weibliches Bild. Ich kann mir vorstellen, dass die weiblich ist. Okay, der wilde Ork, den brauchen wir nicht. Der Mukul-Torwächter. Können wir lassen. Bevor wir jetzt irgendwie nur hohe Dinger bekommen. Ich bin gespannt, ob die jetzt eher ein Aggro-Deck spielt oder Control. Zum Gruße, Bürger. Was geht ab? Okay, dann müssen wir erstmal abwarten. Okay, sie kann nichts machen. Das ist gut. Aber schlecht ist, dass wir auch nichts machen können. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wir haben den ruhelosen Templer. Da kriegen wir wenigstens ein bisschen Leben wieder zurück. Oder könnten wir uns in der vierten Runde dann noch verteidigen? Das ist halt ein guter Start, sowas, ne? Angelegenheit. Sowas ist immer ein guter Start. Ja, leider müssen wir hier improvisieren. Formation schließen! Lass niemanden durch! Na! Ah! So, ich opfere ihn erstmal. Der beste Schutz, den Geld kaufen kann. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt erstmal den Hink dazu gegeben haben. Wie macht's denn nett? Will also sterben. Na gut. Das mache ich doch gerne. Das mache ich doch gerne. Ehre und Blut. Mache ich sehr gerne für sie. Ich warte mal noch ein Ründchen, sagt sie. Da wird es zu spät sein. Deshalb spiele ich jetzt erstmal eine schöne solide Einheit und kann den dann auch noch wegballern. Aber wegballern würde ich nicht unbedingt sagen, ich möchte dann doch eher ins Gesicht gehen. Denn face is the place I want to be there. Und wir haben schon einen Unheilklipper-Vampir direkt auf der Hand, das ist super. Und da wir plündern und Brandschatzen haben, müssen wir gucken, dass wir ganz viel Schaden machen. Was aber nicht funktioniert. Jetzt bin ich wütend. Da er Sachen macht. Na. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Wir könnten uns hier verteidigen, was natürlich auch weniger bringt. Denn der rockt den ja sowieso weg. Deswegen verteidigen wir uns hiermit. Ich lebe, um zu dienen. Und ich hoffe mal, dass wir da noch ein bisschen was rankriegen. Aber das Gute ist, ab der siebten Runde könnten wir mit dem Unheilklipper-Vampir sehr gut die Einheiten von ihr aus dem Spiel nehmen. Der ist natürlich jetzt gerade noch wirklich stark. Den kann er mit dem Feuerblitz weghauen, wenn nötig. Und dann wieder weiterhin Schaden machen. Aber den könnten wir ja immer noch aufhalten. Als gute Kombination mit dem Unheilklipper-Vampir und dem Pyromanten. Jetzt bin ich wütend. So, die haut großzügig raus. Okay, buff den auch noch.
So, da gehen wir natürlich direkt rein. Und könnten uns weiter verteidigen oder wir spielen den ruhelosen Templar. Akzeptieren die 5 Schaden, können den dann aber auch killen. Und in der nächsten Runde haben wir dann so ein bisschen die Kontrolle wieder. Wir könnten uns aber auch einfach hier verteidigen. Egal, wie rum ich es mache, eine Zweierkreatur oder sowas haben wir nicht. Jedenfalls nichts Nützliches, was wir spielen können. Wir könnten auch Karten nachziehen. Ne, könnten wir nicht. Wir haben ja weniger Leben als der Gegner. Beides wäre ziemlich leicht vom Board zu holen. Aber wir machen das so hier. Und warten ab. So viele Karten hat die ja nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt leider gerade ein bisschen auf Control gehen, statt Schaden. Aber das ist ja mit dem Deck ohne Probleme möglich. Bei den Schwestern des Meers. So, jetzt Leute. Bin ich wütend. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Weißt du, wie Ash Ketchum, wenn er die Kappe umdreht, ziehe ich meine Jacke aus. So, jetzt wird's ernst, Leute. Heilt eine Kreatur. Aha. Das bringt ihr jetzt nicht so viel. Da gehen wir natürlich direkt rein. Hat eine Karte nachgezogen. Ist ja ganz nett. Wir könnten uns jetzt ein bisschen besser verteidigen, indem wir das hier einfach raushauen oder den triumphierenden Jarl. Also wir haben halt jetzt nichts so Tolles, was wir feuchtfröhlich rausballern könnten. Das würde ich mir auch lieber mal aufheben, falls wir noch einen Unheilklipper-Vampir ziehen. Dann müssen wir jetzt auf Verteidigung gehen, bleibt mir gerade nichts anderes übrig. Und den Morkul-Torwächter können wir noch einsetzen, um hier zu unterstützen. So, dann ist die hier wenigstens schon mal weg und wir haben auf jeder Seite jeweils eine Verteidigung. Wenn er hier reingeht, wäre das auch immer noch in Ordnung. Wir können immer noch mit der Scharfschützensperrin da reingehen. Vielleicht ziehen wir auch noch eine, auch gut. Das wäre auch gut. Sieht man mich denn überhaupt? Ja, mich sieht man. Ich halte Wacht. Okay, andere verbündete Kreaturen sind immun gegen Fesseln. Okay, Fesseln möchte ich den sowieso nicht. Euer Ende naht. Ich würde gerne mal anschreiben. Leider muss man da ständig reinklicken. Langsam jetzt eng mit den Karten. Tötet sie alle! Okay. Ruhig bleiben. Wir könnten hier reingehen. Und dann mit der Scharfschützensperre natürlich auch. Aber fände ich jetzt gar nicht mal so toll. Groß die Einheiten spielst du bestimmt nicht mehr aus, dann würde ich das doch lieber so machen. Hatte mit dem Deck bisher noch keine Kartenprobleme, das ist gerade wie verhext. Wir könnten hier auslöschen und dann reingehen, da wir die auf jeden Fall weg. Oder wir behalten den Pyromanten, wäre vielleicht doch sicherer. Wir gehen da jetzt einfach mal rein und spielen noch 2 von denen. Und dann baller ich den noch hier rein. Schritte verraten euch. Ja,
Ja, so schnell kann's gehen. Okay, Leute, wir haben immer noch unsere Unheilklippe-Vampir. Und jetzt hat er noch eine Karte hier ausgelöscht. Da kommt er sehr schwer durch. Und wenn sie etwas Starkes spielt, dann... Dann können wir es immer noch auslöschen mit unserer Kombination. Oder der Kombination, also da haben wir die freie Wahl. Oder mumifizieren. Wie gesagt, das Deck ist wirklich stark. Seid verdammt! Also sie möchte jetzt auf jeden Fall erstmal abwarten, merke ich. Bam! Tötet sie alle! Und weg damit! Tötet und sie alle! Rein da! Und rein da! Und jetzt spielen wir noch den Jarl. Ziehen noch ein paar Karten nach. So, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Hier können wir ja schon gut Karten auslöschen. Ich danke euch. Ich danke euch. Mit dem Deck hätte ich im Turnier antreten sollen. Ey. Ich hatte da so ein Gefühl. Also gejuckt. Okay, jetzt hat sie deutlich mehr Karten. Jetzt müsste sie auch mal Sachen machen können. Ich habe jetzt aber nicht die richtigen Einheiten, um zu rushen. Obwohl ich jetzt noch ein bisschen was auferstehen könnte, aber die krassen Sachen haben wir jetzt nicht auf dem Friedhof. Obwohl, sowas hier würde ich mich mega drüber freuen. Das wäre nice. Nice. Fangen wir also an. Oh, sowas. Sowas. Reitet sie nieder! Und dann, der Man. Egal was sie macht, das wird alles nicht so leicht. Da können wir ruhig reingehen. Jetzt können wir hier noch eine Karte wieder auferstehen lassen. Yeah, ich habe doch gesagt, der Rule ist ein Templar. Ich würde mich mega drüber freuen. Und dann noch das junge Mammut hier. Und jetzt mal abwarten. Azura, verleiht mir Stärke. Oh, ich mag das. Das hört sich an wie so ein bisschen den Herr der Ringe. Haschnaske Grimbadug. Haschnaske Grimbadug. Kuschelst du mit dem Eisbär? Ja. ich habe meine Freundin zum Nikolaus einen Eisbär gekauft. Mit Schokolade. Und Hausschuhen. Und da freut sie sich drüber und das freut mich. Unser Feier des Tages werde ich dich bestrafen. das war doch Sailor Moon, oder? Das war Sailor Moon. Okay, das wird sehr, sehr schwer für Megina. Aus der Situation wieder rauszukommen. Wir haben schon ziemlich viel Leben und das Board spricht für sich. Und wir würden durch das Krepieren vom Templar immer noch Leben dazu bekommen. Von daher... wird sie das hier auch nicht so retten. Davon gibt es noch mehr. Und dadurch, dass wir mit dem Unheilklipper-Vampir natürlich da noch so ein bisschen mehr Kontrolle haben, ist schon ganz gut. Ich bin der Schatten in der Dämmerung. Okay, sie versucht noch irgendwie irgendwas zu reißen. Okay. Und ja, das müsste ja eigentlich gewesen sein. Bam, bam, bam. Gehen wir einfach mal rein. Gedankenlos. Durch die Nacht. Da 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 da. Ein feiner Kampf. Und weg damit. Und weg damit.
Okay, Migina, du hast dich wirklich gut geschlagen. Am Anfang sah das echt schlecht für mich aus, aber ich konnte das Ruder nochmal ruderreißen. Ansonsten richtig cool. Hat wirklich viel Spaß gemacht und das Deck nochmal aus, mal wieder spielen zu können, war echt cool. Dadurch, dass ich immer mit den Decks natürlich so viel rumprobiere und nicht die Zeit habe, Ranked zu spielen, macht das schon echt Fun. Danke für das Match. Und an euch Leute, wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten an meine Abonnenten ruhig mich mal herausfordern. Ich freue mich über jeden Kampf. Und wenn ihr wünscht, dann lade ich das auch mal hoch. Das ist kein Problem. Aber meistens lade ich das auch. Okay Leute, guckt euch noch ein paar andere Matches an gegen andere Leute. Die habe ich da links seitlich verlinkt. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.